Läuft das Ding? Ey Leute, was geht? Ketta begrüßt euch zu einer weiteren Folge von mein Vlog. Wow. Ja, heute packe ich meinen Koffer, beziehungsweise kacke ich meinen Koffer. Hoffentlich sieht das hier nicht allzu furchtbar aus. So, okay, was kommt denn als erstes rein? Und zwar haben wir hier einen ganz tollen, netten Stapel mit wundervollen Sachen. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich pack's auf jeden Fall schon mal rein. Denn morgen, da geht's los. So, jetzt habe ich überlegt, Süßigkeiten. Sorry, dass man übrigens mein Gesicht nicht sehen kann, aber das ist eh ein furchtbarer Anblick. Von daher, ich lasse euch das mal erspart bleiben. Packe ich jetzt noch kurz was rein. Für die dreckige Wäsche, einen gelben Sack. So, damit ich ganz klar weiß, das ist dreckig, das nehme ich wieder mit nach Hause. Was kommt noch rein? So, jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Verkabelung. So, Verkabelung. Diese schönen Sachen kommen jetzt einfach mal auf den Wäschestapel drauf. Ich hoffe, dass ich die da gut eingepackt kriege. Beziehungsweise die Kabel packe ich jetzt auch daneben. So. Was kann ich als nächstes machen? Zuckerherzen. Joghurtgums. Davon habe ich sogar noch eine zweite Tüte hier. Das kommt alles daneben. Ich hoffe mal, dass es gut wird. Das stelle ich mal kurz zur Seite. Jellybeans. Die nehme ich auch mit. Mamba Duo und Mauarm natürlich. So schöne Extra-Blocks. Das packe ich kurz zur Seite. Mal schauen, wo das hinterher hinkommt. Mauarm Mix. Erdnüsse. Alles noch die Tage jetzt geholt. Kuhbonbons. Und der Mamba. Ganz normale Stange. Snickers. Skittles. Alles ab in den Koffer. Oh Mann, das wird eine richtig geile Reise. So, ich habe ein kleines Geschenk, das werde ich aber einfach dazwischen packen irgendwo, damit es nicht so auffällt. Nein, es ist keine Bombe, schön wär's. Das hier packe ich in den Rucksack, für später. Hallo. Ich dachte einfach mal, ich zeige euch, was ich so in meinen Koffer packe, weil ich es irgendwo verdient habe, das zu erfahren. Toffee-Selektion. Big Hit, das ist was ähnliches wie M&M's. Was kann ich noch reinpacken? Da kommen jetzt Klamotten Nummer 2. Kommt dann so neben die Bonbons, so dass ich jetzt quasi, also stellt euch das als 4 Felder vor und 3 davon sind jetzt belegt, eine Ecke ist noch frei. Da kommen jetzt die Pringles rein. An die Außenreling sozusagen. Das meiste wird wahrscheinlich zerstört sein. Getränke muss ich mal kurz noch umlagern. Das kommt später mit ein paar anderen Sachen zusammen in der Tüte. So, die Festplatte ist mir noch nicht gut genug geschützt. Kümmere ich mich gleich noch drum. Neo-Kekse. Kommt zu den Pringles. Fritz. Alesto-Erdnüsse. So, die Kiste wäre soweit leer. Ging ja relativ schnell. Meine PlayStation Portable. Dazu das Ladekabel. Kamera. Ladekabel für meinen Akku-Recharger, den ich aber im Rucksack packen werde. Das kommt dann gleich alles. Rucksack. Genau, Rucksack packe ich alles hier hin. Ja. Backoblaten. Das ist Esspapier ohne Geschmack in dem Sinne. So, dann kommt jetzt da. Was habe ich mir geholt? Ich nehme das mal ganz nah ran hier. Hoffentlich kann man mich auch gut hören, die ganze Aufnahme. Weil ich glaube, das wird ziemlich furchtbar sein, mich so zu hören. Aber, naja, wenigstens versteht ihr es.
So, einmal haben wir dieses wundervolle Duschgel. Das soll übrigens keine Produktplatzierung sein. Ich zeige euch einfach nur, was ich einpacke, weil ich es auch wirklich benutze. Das Zeug hier. Und zum Haarestylen. Das habe ich aber tatsächlich schon mal in einem Video vorgestellt. So, und die Tüte wird jetzt ganz einfach entlüftet, so gut es geht. Danach knoten wir die Scheiße zu. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's, rein damit. Das packe ich jetzt hier oben drauf. So, dann kommen auf die Festplatte. Das Wichtigste überhaupt, die kann am leichtesten kaputt gehen, packe ich meine Unterhosen drauf. Und ja, das sind Unterhosen von Uomo, du Homo. Okay, der musste einfach sein, meine Socken. Die hier packe ich alles hier auf die Süßigkeiten drauf quasi. Also drei Stück dahin, nee, vier Stück dahin und drei Stück nochmal dahin, wo die PSP ist. Jetzt kommt meine Kulturtasche, da sind einige wichtige Sachen drin, die ich aber nicht zeigen will. Jackass the Game. Ein absolut notwendiges Produkt, um es mitzunehmen. Zur Abrundung und Absicherung der Festplatte und allem anderen packe ich dann noch eine dicke Jacke drauf, auf das komplette Paket, sodass ich es gerade so zukriege, dass es am besten geschützt ist. USB-Ladeteil für die Kamera. Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Ich hätte fast was ganz Wichtiges vergessen. USB-Netzteil. Unglaublich wichtig. Packe ich auch mit rein. So. Hier ist dann später noch Platz für Wanderschuhe. Und jetzt kommen die Getränke. Und wie folgt: Die Limo. Welche Limo? Die Limo. Welche Limo? Die Limo. Dann noch einen netten Booster Energy. Für The Holly, Exotic, geilste Sorte von allen. Und weil meine gute Freundin es nicht bei sich zu Hause so kennt, Uludag Gazos, nehme ich auch noch mit. So, dann hätte ich jetzt eigentlich alles. Diese Tüte wird jetzt zugeknotet. So, weitestgehend entlüftet. Geht jetzt ein bisschen rascheln, Entschuldigung. Schwierig, ne? Nach bester Möglichkeit, nach allerbester Möglichkeit, rein damit. Ich überlege mir gerade, wie ich das vielleicht umverlagern kann, dass das ein bisschen geschützt ist. Gibt es da eine Möglichkeit? Ich würde jetzt spontan mal sagen, ja. Ich packe das alles hier so zwischen. So. Ja. Vielleicht noch das eine Kabel hier. Damit kann man eine PSP am Fernseher anschließen. Packe ich auch noch rein. So. Ja, und alles andere ist fertig. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Das war mein gepackter Koffer und ja, wir sehen uns dann bei den Videos aus der Schweiz, wenn ich die hochgeladen habe. Haut rein, danke fürs Zuschauen, danke für eure Treue und bleibt weiter dran. Euer Ketter sagt Cheerio. Tschüss. Wow, morgen geht's los. Juhu.